Einen wunderschönen. Da bin ich schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch. Ja. Eigentlich ein angezockt. Ihr seht, auch Kamera ist nicht da. Erkläre ich euch noch gleich. Moment, was? Das ist mein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Nein, das muss ein Zufall sein. Also, wir sind jetzt auf der PS5. Das ist die PS5-Version von Spider-Man Miles Morales. Ich zeige es euch auch gleich. Hier seht ihr das Menü. Wenn ich hier lange gedrückt halte. Wir sind auf der PS5. Kamera ist nicht an, weil ich jetzt mit einer sehr hohen Bitrate aufnehme. In 4K und HDR. Dass wir uns mal ein bisschen durch die Stadt schwingen, vielleicht eine Mission machen, damit ihr da einen besseren Einblick haben könnt, wie die Grafik aussieht. Achso, wir müssen mal schnell gucken. Anzüge haben wir noch nicht. Wo waren das mit den Einstellungen? So. Ich will nur mal sicherheitshalber überprüfen, was ich eingestellt habe. Leistung. Bildqualität, genau. Wir waren jetzt bei Leistung, jetzt mache ich auf Bildqualität. So. Die Anfrage kam von einem Aaron Davis. Moment, was? Jetzt haben wir halt nicht ständig 60 FPS, aber ich gehe jetzt zur U-Bahn-Station. Es wird auf Qualität geachtet, also auf die Grafik. Dass wir wirklich eine gute Sicht haben. Und wenn es dann mal heute auf 30 FPS runterdroppt, scheißegal. Oh, wie geht das hier? Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens Spider-Man. Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central. Das kennen wir ja schon. Unterwegs. Halt! Halt! Filmsequenz überspringen. Das hatten wir ja schon in dem letzten angezockt. Puh, wo ich auf der PS4 gezockt habe. Nicht erkannt. Oh, er meldet sich über die App? Hier ist Spider-Man. Hey, ganz vergessen. Gestern gab es einen Einbruch. Direkt nebenan bei der Roxxon Plaza. Eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchsmafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Es ist geil, Tinkerer. Wenn ich hier runterkomme. Danke für den Tipp. Und rufen Sie Spider-Man öfter? Zu Hilfe, meine ich? Bis zu diesem App-Ding wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten Sie schon lange bei der U-Bahn? Ich höre die Geräusche von den Autos richtig gut. Erst seit letztem Jahr als mein Bruder. Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Dass die Züge während meiner Schicht ausfallen, macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die FSDN-App genutzt haben. Das mache ich. Viel Glück mit den Sensoren. Ich zeige euch mal, bevor wir hier die Mission anfangen, noch einen kleinen Trick. Wenn euch jetzt beim Schwingen durch die Stadt ein bisschen zu doof ist. Dann einfach runterspringen, drehen. Gut, man dürfte halt jetzt nicht zu einem Gebäude, wo halt dicht daneben ein Gebäude ist. Einfach hier und dann
Straße anvisieren und einfach drehen, 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 drehen. Und so kriegt er schön EP. Kriegt auch. Das ist abgeschlossen. Wie gesagt, bei der normalen Spider-Man-Version. Normal, das klingt halt doof. Der Wandläufer 3 haben wir schon. Wenn wir jetzt hier so das große Gebäude nehmen und einfach rangehen und hier hochrennen. So, haben wir 900. Runter, 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 runter. Zack. Und hier wieder ran. Aber das passiert alles im Laufe der Story. Aber wenn er jetzt zum Beispiel nicht so gerne die Akrobatik benutzt, wobei ich die echt geil finde, dann könnt ihr so halt zwischendurch mal ein paar EP machen. So, aber nichtsdestotrotz, wir machen mal die Story weiter. Na gut, immer können wir noch hoch hin. Ist es? Die Sensoren. Also was mir aufgefallen ist, bevor wir jetzt hier Story weitermachen, im Gegensatz zur PS4-Version, also ich habe es ja auf der PS4 Pro gespielt, es sind mehr Menschen unterwegs, es sind mehr Autos unterwegs, teilweise sehe ich mehr Flugzeuge am Himmel. Wird jetzt gerade schlechtes Beispiel, jetzt sehen wir hier doch eins ist da. Vögel, ich hatte schon, da waren 4, 5 Flugzeuge am Himmel, also da eins. Da eins, hier zwei und hier noch eins. Also, das war alles kein Problem. An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Wo führen diese Kabel hin? Es muss in diesen Raum rein. Hey! Selber hey! Irgendetwas stört die Signalrelais. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Der neue Entschuldigung. Der neue Controller... Ich werde später zu. ...ist einfach heftig. Wow. Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Ziemlich einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. Zurück! Er hat
gleich. So leicht mach ich es dir nicht. Ach so. Du hast es verloren. Ich mach dich fertig. Okay, ich hoffe, die Züge fahren wieder. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ja? Hey, Mr. Davis, wie sieht es jetzt aus? Wir haben Signale, aber keine Züge auf den Gleisen. Beim Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Nuform zu transportieren? Roxxon? Tja, die U-Bahn sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen. Sie haben meinen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hab sie lange nicht gesehen. Ich musste was ändern, hab diesen Job angenommen. Aber sie fehlen. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm. Merkt ihr? Viel mehr Menschen unterwegs. Hoffentlich kleiner. Ja. Ich muss los. Der Underground wartet. Bye. Andy! Ich habe gerade mit Charlene geredet. Wir drängen hier. Was war das denn? Spider-Man durch. Ach, genau den hatte ich ja letztens auch gefunden. War jetzt der Zufall. Könnte nützlich sein. So. Ich empfehle euch auch, wenn ihr Miles Morales haben wollt, holt euch gleich die große Version mit dem normalen Marvel Spider-Man mit bei. Die Spiele sind wirklich echt geil gemacht. Und wenn ihr auf der PS4 schon Spider-Man angefangen habt oder Miles Morales, könnt ihr die Spielstände auch übernehmen. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, das ist heute online gekommen. Ich liebe es einfach hier durch die Stadt zu schwimmen. Graut aus dem Augenwinkel gesehen. Der Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Beeilung! Tinkerer sagte, schnell rein, schnell raus! Das muss sie auseinander treiben. Was war das denn? Damit hast du nicht gerechnet. Oh,
friedlich aus. Schau mich nicht an, schau mich nicht an. Ich könnte Pietes Visier mal ausprobieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. So, müssten alle sein. Glaubst du, der Plan funktioniert? Bin ich. Einer weniger. Shit, ich wollte sehen. Aber man kann eigentlich auch lauter. Wie viele Schweinerleute gibt es denn? Ich hab ne Theorie. Ihr wollt Blutform abgreifen. Hab ich recht? Gerade das Lautlose macht ja. Du hast keine Chance! Spaß. Waren alle. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Okay, noch vergessen. Manchmal komme ich ein bisschen durcheinander mit L1 und Tinker, R1. Der Kopf der Gruppe, laut Anstatt Onkel Aaron. R2 und. Kommt mir aber auch. Das ist, ach, stimmt, das ist ja. Ach, sorry. Mann, das Terminal ist hinüber. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Drehplatte drehen, Züge mit Netzen ziehen, sollte klappen. Ich sollte den Zug bewegen, der schon auf der Platte steht. Das klappt. Fast geschafft. Jetzt muss ich vor den Zug. Ich werde ihn per Hand ziehen müssen. Los, ist gut. Jetzt zu den anderen. Der Underground verfolgt nur vom Lieferung und legt die U-Bahn lahm. Nie verhindern, dass es nur vom die Stadt hat. Was? Komm schon, Miles, Netz aufs Getriebe. Oh. Gut, einer noch. Den anderen.
Onkel Aaron will sich wohl tatsächlich mit der Familie aussöhnen. Ich sollte ihm entgegenkommen. Als Miles. Dad hat nie gesagt, was damals vorgefallen ist. Muss schlimm gewesen sein. Muss den nächsten Zug bewegen, wie den ersten. Der da, der senkrecht zum Gleis steht, wäre gut. Vor dem Tunnel auf. Ach, okay, gut. Sind auf den Gleisen. Jetzt noch Stroh. Ja. Muss ich meinen Energieschlag wieder nehmen, den die Steuerung hier ist auch hinüber, aber der Generator nicht. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom. Was verändert? Ihr leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool. Ich komme jetzt zurück. Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Hast es dir verdient. Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Die hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Siehst dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Da oben. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Seht ihr da ein bisschen deine Ferne, dass da ein schwarzer Punkt ist? Das ist kein Grafikfehler, das ist ein Flugzeug. Da hoch, ne, Helikopter ist das. Also die Stadt wirkt viel beliebter auf der PS5. Ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin. Oh, hey, Mr. Davis, ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legen Bomben auf die Gleise. Bomben? Echt jetzt? Deine Reparatur hat ihnen wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Einen Moment noch. Und nicht rausgehen.
Ich habe noch nicht so viele Hits frei. Also Attacken, die kommen alle erst noch. Noch eine! Hinter der Kreuzung da! Verstanden! Per Zug transportiert wird. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Zugkommen zu vernichten? Es zu stehlen? Die Züge fahren, der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. Der nächste Zug fährt in 5. Haben wir doch gut gemacht. Bitte von der Bahnsteigkante zurück. Und eine Trophäe. Der Underground hat meinen Anzug zugesetzt. Vielleicht mal flicken. Jetzt können wir auch die Kostüme sehen. Kann ich die euch auch mal zeigen. Also, dafür brauchen wir 8. Und eben so ein Ding haben wir auch. Hier brauchen wir 10. Ich will dieses haben, ehrlich gesagt. Das sieht irgendwie cool aus. Und die anderen können wir teilweise noch nicht sehen. So. Okay, Mr. Davis?
Ja, dank dir. Oh hey, hier für dich. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Danke. Stimmt der Name so? Woher weißt du? Okay, ich muss los. Moment, Miles. Ich hab's geahnt, als ich gestern Nachrichten geguckt hab. Deine Moves bei der Verbrecherjagd, wie du ausgewichen bist. Das war wie damals im Park beim Basketball mit dir und deinem Dad. Du warst schnell. Jetzt bist du schneller. Keine Angst, ich sag's deiner Mom nicht. Versprochen? Versprochen. Sieh dich an, wenn dein Dad dich jetzt sehen könnte. Er würde vermutlich ausflippen. Er würde definitiv ausflippen. Du hast also den anderen Spider-Man abgelöst? Nein, wie gesagt, er ist nur im Urlaub. Okay, und du vertrittst ihn jetzt? Ja. Viel Verantwortung für jemanden in deinem Alter. Ich schaff das schon. Hoffentlich. Aber hör zu, wenn du mal nicht weiter weißt, ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Kapiert? Kapiert. Danke, Onkel. Wie hat also doch. Ich liebe das Spiel, Leute. Es ist so geil. Genki sagt, die App geht steil. Die Stadt braucht definitiv einen Spider-Man. Ich sollte eine Weile patrouillieren. Hola, Miro, weißt du was? Mein Lieblings-Foodtruck ist heute bei der Kundgebung. Schau nach einem Logo mit Gyros-Spieß. Okay, danke für den Tipp. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt schließlich, was in Harlem abgeht. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich doch nicht irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat mir von ihnen erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen darf. Früher war er doch dauernd bei uns. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da. Sorry, Schatz, wir sind noch nicht fertig. Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hab ja auch keine Konkurrenz. Hab dich lieb. Bye. So. Ich würde sagen, das reicht dann auch. Ich will euch halt nur noch mal zeigen, die Grafik. Sonnenuntergang, echt schön. Da kommt ein Helikopter. Da hinten fliegt ein Flugzeug. Da fliegen Helikopter. Also da hinten und ein Flugzeug und hier oben ein Flugzeug. Und da hinten fliegt gerade ein Flugzeug hinterm Haus lang. Hier Vögel. Hier waren auch irgendwo Vögel. Also die. Das macht im Gegensatz zur PS4-Version einen deutlich stimmigeren Miles, Eindruck. Kannst du wir uns nun heute? Na klar. Du hast mir nicht geantwortet. Oh, ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Schön. Ecke 78. und West End. 78. Beim so. Science Center? Da warum dort? Kommt auch gerade ein Flugzeug geflogen. Lass schon sehen. Sei pünktlich. Also viel belebter, Ecke 78. viel mehr West los. End. Ich werde wohl die sehen, Grafik ist natürlich... Ich beeil mich lieber. Die ist natürlich Bombe. Und mit dem neuen Controller... Erstmal steuert sich der Butter weich. Schön. Geht alles sehr leicht von der Hand. Und auch die Vibration mit dem neuen Controller und das haptische Feedback ist einfach Bombe. Also das kann ich nicht anders sagen. Also von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ich würde jetzt hier Schluss machen. Wie gesagt, ich werde das Video nicht bearbeiten. Ich werde es nicht rendern. Ich werde es nicht kleiner machen. Ich habe es mit einer sehr, sehr hohen Videobitrate aufgenommen. Damit ihr so, und HDR, deswegen ohne Kamera. Und hoffe, dass ihr dann einen besseren Eindruck vom Spiel bekommt und dass ihr so nah wie möglich an dem seid, wie ich jetzt vor mir habe, in 4K HDR. Ich bin dann jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Seid euer Odin.